Schönen guten Abend, willkommen zu der zweiten Ausgabe von der SJS Concerto Session. Es ist ein Experiment. Es kann sein, dass jeden Moment wir weg sind. Und wir hoffen, dass ihr doch bei uns bleibt am heutigen Abend. Ihr werdet drei Pfeiferstücke hören. Es ist das Konzert von René Brühlmann. Slowberry von Bernhard Berry Bachelet und zum Schluss der Hofnarr von Michael Robertson. Vorgestellt werden die drei Stücke von folgenden Musiker und Musikerin. Das ist der Jonas Paul, der Loris Hofer, der Gerald Preto und neu ist bei uns auch dabei Rita Wenk. Sie werden immer vierstimmig die Vorträge Ihnen präsentieren. Unter anderem auch in Kombination mit dem Basler Bass Piccolo. Wie ihr wisst, ist das hier ein Experiment, das wir jetzt zum zweiten Mal durchführen, wo es darum geht, dass wir, selbst wenn man an unterschiedlichen Standorten ist, miteinander live kann musizieren kann. Wir hatten relativ häufige technische Herausforderungen gehabt und wir werden jetzt sehen, wie wir diese meistern können. Darum sind wir gespannt, wie wir durchkommen. Und ich werde euch nicht länger vorenthalten. Das erste Stück. Wir hören das Konzert von René Brühlmann mit dem Jonas, dem Loris, dem Gerald und der Rita. Achtung, Konzert, Platz, Marsch. Thank you.
Vielen herzlichen Dank an Jonas, Loris, Gerald und Rita für den Vortrag «Das Konzertli» von René Brühlmann, notabene komponiert 1979, uraufgeführt damals von der Znini Bickich. Und vielleicht habt ihr gehört am Schluss, es hat so etwas Fugenartiges drin gehabt, im Endteil vom Vortrag, und das ist so, wie das Stück ursprünglich auch geheissen hat, bis es dann zum Konzertli ist umbenannt worden. Jetzt etwas Gemächlicheres, Slow Berry von Bernard Berry Bachelet. Voll untraditionelle, zum Teil zeitgenössische Melodien und Harmonien. Nach Angaben vom Komponist wahrscheinlich sein bestes Stück. Darum wollte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir hören Slow Berry von Bernard Berry Bachelet, gespielt von Jonas Paul, Loris Hofer, Gerald Preto und Rita Wenk. Achtung! Slow Berry. What? Thank you.
Vielen herzlichen Dank für Slowberry vom Bernard Berry Bachelet. Spiel von Jonas, Loris, Gerald und Rita. Ihr habt es vielleicht gehört, es hat auch hier viele oder einige Überraschungen drin gehabt. Unter anderem auch Elemente von Tchaikovsky. Und das gemischt mit Marschmelodiemuster. Also sehr vielfältig und grosse Kunst von Bernard Berry Bachelet. Wir kommen bereits zum letzten Vortrag. Bei dem handelt es sich um ein Stück von Michi Robertson. Es ist der Hofnarr. Es ist ein wunderbar, von Freude sprühendes, vierstimmiges Frühwerk vom wahrscheinlich meistgespielten Basler Fasnachtsmusikkomponist. Die gehört der Hofnarr von Michi Robertson. Viel Vergnügen. Achtung, Hofnarr. Wunderschön, merci vielmals. Der Musiker hier, das wäre oben links Rita Wenck, rechts Jonas Paul,
Gerald Pretto und Loris Hofer. Mit dem Hofnarr von Michi Robertson. Wir würden mit dem den Abschluss machen. Und an dieser Stelle ganz herzlich danken. Es war die zweite Ausgabe jetzt von dieser speziell extra in dieser Situation von der Zeit vom Coronavirus initiierten SJS Concerto Session. Es geht uns hier darum, neue Technologien auszuprobieren, um unserem liebsten Hobby, dem Trommeln und dem Pfeifen, auch unter schweren Bedingungen können nachzugehen. Und ihr habt richtig gehört, ihr habt gerade von Trommeln und Pfeifen. Wir arbeiten daran, dass wir demnächst hier in einer SJS Concerto Session auch Tambouren werden können zeigen, in Kombination mit Pfeifer. Und mit dem ist auch gesagt, dass wir werden an diesem Format festhalten und weiterführen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und ich möchte an dieser Stelle eigentlich auch einen Dank aussprechen, nochmal den vier Musikern, aber auch Alexander Garot und Christian Höhne, die an dieser Technologie seit 20 Jahren arbeiten und jetzt unter diesen besonderen Bedingungen eigentlich ganz ein neues Publikum gefunden haben. Und wir helfen hier natürlich gerne mit, das weiterzuentwickeln. Von dem her ganz herzlichen Dank. Seid ihr da gewesen, seid ihr dabei gewesen und wir freuen uns, euch bei der nächsten Concerto Session wieder zu treffen. Ganz herzlichen Dank, einen schönen Abend.